Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video über Dinosaurier, wie man vielleicht schon am Thumbnail gesehen hat. Im heutigen Video, da geht es nochmal auf einen Rundgang durch das Senckenberg-Museum, das Naturkundemuseum in Frankfurt am Main, über das ich ja in der Vergangenheit auch schon mal berichtet hatte. Aber jetzt gibt es ein Update und es gibt tatsächlich ein neues Fossil in diesem Museum und eine neue Lebendrekonstruktion, die wirklich Weltsensation sind. Das kann ich hier sagen. Das alles gucken wir uns an. Die Dinosaurier und auch die Elefanten im Frankfurter Senckenberg Museum gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video über Dinosaurier bzw. über das Frankfurter Senckenberg Museum, das Naturkundemuseum in Frankfurt am Main. Da gibt es nicht nur Dinosaurier, aber ich zeige hier die Dinosaurier und die Elefanten. Besonders möchte ich gleich auf ein neues Fossil und eine neue Lebendrekonstruktion hinweisen, aber erstmal ein kleiner Rundgang durch das altbekannte Museum.
was ist jetzt die Weltsensation, was ist jetzt das Neue? Das Neue, das ist Psittacosaurus, also Papageienechse. Und vom Psittacosaurus, da gibt es im Frankfurter Senckenberg-Museum ein Originalfossil und eine Lebensrekonstruktion dieses Originalfossils. Das Fossil, ich kann mal kurz einordnen, Psittacosaurus gehört zu den Keratopsiern, ist also mit Protokeratops und auch mit Triceratops am langen Arm verwandt. Psittacosaurus lebte am Anfang der Kreidezeit in Asien, in der Mongolei und in China. Es gibt auch Funde aus anderen Regionen der Welt von anderen Unterarten des Psittacosaurus. Psittacosaurus war ein Pflanzenfresser und hatte einen Schnabel, so wie alle Keratopsier. Es war ein recht kleiner Dinosaurier, nur gut einen Meter lang, einen halben Meter hoch und etwa 25 Kilogramm schwer. Entdeckt wurde der Psittacosaurus bereits 1923. Aber jetzt gibt es im Frankfurter Senckenberg-Museum ein Originalfossil aus Asien. Und dieses Originalfossil, das ist wirklich eine Weltsensation. Es zeigt das fast vollständige Skelett des Psittacosaurus. Es fehlt lediglich ein winziges Stück vom Schwanz. Ansonsten ist das Skelett vollständig. Außerdem sieht man die Haut. Man sieht den Hautabdruck des Dinosauriers. Man sieht an den Bein- oder Vorderarmknochen genau, wo die Haut verlief und wie die Haut verlief. Es ist sogar das Schuppenmuster, sogar einige Punkte auf der Haut, einige Pigmente oder Hautschuppen, Hautpunkte sind erkennbar. Die sind auch in die Lebenskonstruktion hineingeflossen. Es sind in diesem Fossil außerdem am Schwanz die Borstenhaare zu erkennen, ähnlich eines Warzenschweins oder eines Baumstachlers. Ja, so richtige Borstenhaare hatte dieses Tier am Schwanz. Auch das ist ganz eindeutig zu erkennen. Es gibt ja Dinosaurierfossilien, wo man Federn entdeckt hat. Das wären mehr zweibeinige Dinosaurier, mehr so Theropoden und Raptoren, aber hier bei diesen Tieren, da waren es halt Haare bzw. Borsten und durchaus reptilienartige Haut, schuppige Haut. Diese Abdrücke zeigen das ganz eindeutig. Und noch eine Sache ist zu sehen, der Mageninhalt. Es sind Steine im Magen zu sehen. Warum Steine? Ja, wir kennen das von Straußen heutzutage oder auch eben von Papageien, wie der Name Psittacosaurus sagt, wegen des Schnabels. Diese schnabelhaften Dinosaurier waren natürlich Pflanzenfresser, hatten aber keine Zähne, sondern eben diesen Schnabel und sie haben dann Steine gefressen und die Steine haben im Magen das pflanzliche Futter, die pflanzliche Nahrung zerkleinert, so wie es die Zähne im Mund tun würden. Also selbst das kann man diesem Fossil entnehmen, eine absolute Weltsensation und daneben das wunderbare, die wunderbare Lebensrekonstruktion des Psittacosaurus, wo man wirklich sagen kann, jawohl, dieses Fossil muss ziemlich genauso ausgesehen haben, das ist wirklich optimal umgesetzt. Also Psittacosaurus, hier nochmal ein paar Bilder. Ja, und jetzt gehen wir uns noch die Elefanten anschauen, und zwar Medi, die
die asiatische Elefantenkuh, das Skelett. Das war die vorletzte Elefantenkuh, die im Zoo Frankfurt lebte. Und wir gucken uns auch noch den Goldschmied-Rothschild-Elefanten an, den afrikanischen Elefantenbullen, größer als Jumbo. Ja, das war schon mein kurzes Video für heute. Ich hoffe, dass es gefallen hat. Dann gerne ein Like da lassen. Gerne auch die Glocke aktivieren und den Kanal abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und gerne auch Kommentare schreiben. Die lese ich in jedem Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.